Hallo und schön, dass ihr hier seid bei Minecraft. Gut, ja, hier ist unser Generator. Ich habe schon ein bisschen umgebaut, also erweitert hier den Dingern. Und ja, ich habe wohl Main in Motion drauf gemacht. Main in Motion. Da gibt es auch diesen Rotator, aber er ist ein VIP Work in Progress und es steht halt many not handle mod blocks properly. Also wahrscheinlich wird das mit den Mod-Blöcken dann nicht klappen. Deswegen habe ich es auch nicht getestet, weil ich die bei dir nicht schrotten wollte. Deswegen wollen wir das anders bauen. Keine Ahnung, ich habe es mal jetzt so gebaut. Irgendwie, keine Ahnung, ob das was wird oder nicht. Es sind sozusagen 80 diese Dynamos, 80 Stück. Schon eine kranke Nummer irgendwie, für dich. Aber so soll es sein. Jetzt müssen wir natürlich nur noch Wasser und Fuel hier hinbringen, um Energie zu machen. Das müssen wir zu Hause mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Am besten ist ja hierfür dann Endertank, ne? Also wir brauchen ja Fuel. Das heißt, Endertank haben wir ja nichts. Oder wir nehmen einen transdimensionalen Receiver. Das wäre natürlich auch etwas. Würden wir uns viel Mühe, Arbeit und Zeit sparen. Ich muss nur testen, ob das wirklich klappt. Aber das werden wir auch gleich sehen, ob es klappt. Ich weiß nicht. Erstens, wir können gleich Energie drüber schicken. Das wäre das Erste, was wir da machen könnten. Okay, er macht gerade das. Und zweitens nichts aktiv. Gut. Passt. Dimensionaler Transceiver. Hier. Dann hatten wir hier Energiedinger. Haben wir. Passt. Dann brauchen wir noch. Gelid können wir als Kühlflüssigkeit nutzen. Möchte ich nicht. Ich möchte Wasser. Aber wie können wir. Ja, Wasser können wir ja direkt reinbomben. Ist doch egal. Und. Fuel. Das heißt. Ein Bucket. Bucket. Aber eh da schon. Nee, ho. Fuel Bucket. Das ist aber Galactic Craft Fuel. Das brauche ich nicht. Nein, 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 nein. Turbinengenerator. Okay. Potania. Gehen wir uns mal die ganze Sachlage im Potania-Gebiet angucken. Wie es hier aussieht. Da müssten wir vielleicht noch einen neuen Wegpunkt machen. Dort drüben hin. Zu Fuel Production. So. Hier läuft ja noch alles, oder? Ja. Weil ja Gasolin logischerweise hier reinkommt und einfach befüllt wird. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Kriegen wir das irgendwie geschissen, dass wir hier. Kriegen wir Wasser rein, gut. Hier müssten wir jetzt Folgendes sagen. Wir müssen hier einen transdimensionalen Receiver hinklatschen. Einfach mal hier. Dann sagen wir hier auf alle Fälle mal Energie. Okay. Wir haben keine Energie. Das ist etwas, was mir ein bisschen nervt, Leute. Wenn man hier. Ja, Reaktor. Ich muss hier immer eine neue ID wieder machen und das ist dann Receive. Dann müssen wir natürlich zum Reaktor. Hoffen, dass die Welt noch lädt, alle. Aber wir haben ja noch eine Backup-Lösung, glaube ich. Und hier müssen wir dann auch die ID reintun wieder. Das ist Sand. Und jetzt müsste der Output, ja, nicht hoch sein. Aber das meiste läuft ja über Tesseract. Das heißt, wir werden jetzt auch mal RF-Tool gehen und dort über Tesseract laufen lassen. Das heißt, wir werden hier oben, weil hier die Welten, seht ihr, die sind schon rot, die sind schon entladen. Weil sie keine Energie bekommen, weil wir hier mit diesem Receiver arbeiten. Und der macht einfach Probleme. Das nervt mich. Und deswegen, wenn wir jetzt hier mal eine Tesseract beordern, Test, dass wir wirklich mit den meisten Sachen nur mit der Tesseract arbeiten. Wird viel einfacher für uns. Wir haben viel weniger Probleme und alles.
Tesseract ist halt der Nachteil, du kannst nicht verschiedenste Sachen miteinander kombinieren. Also ich kann ja fünf verschiedene Energiefrequenzen hier als Input setzen. Das kann ich bei Tesseract nicht. Deswegen. So, mal den da. Hier hin. Dann Tesseract hier oben hin. Und sagen wir, Energy Reactor out, akzeptieren. Energy Receive Only, gut. Was? 250.000 RF receiven wir? Warum echt so viel? 100.000, logisch, 30.000, 50.000. Na gut, soll er nur, aber die Welten sind schon wieder aktiv. Das heißt, man könnte schon wieder rein. Und dann müssen wir natürlich zu Hause auch noch alles ändern. Oh, the Blood Moon is freezing. Und zwar haben wir ja hier unten auch so einen scheiß transdimensionalen Enchar. Da läuft ja eigentlich nur die Energie drüber. Gut, dann werden wir den auch mal ausbauen. Weil, wie gesagt, es nervt. Wenn der Mod-Hersteller das leider nicht fixen kann, kann ich auch nichts machen. Dann müssen wir halt Tesseract nutzen. Dort, wo es halt am wichtigsten ist. Das ist mal Priorität. Also dort, wo es wichtig ist, dort müssen wir halt Tesseract nutzen. Damit wir es einfach verwenden können. Wo haben wir denn dann noch? Wir haben ja noch mehrere solche Orte, wo wir Energie nutzen. Na komm, Tesseract. Ich sag, ursprünglich wollte ich das nicht mit Tesseract machen, aber wenn halt einfach keine andere Möglichkeit ist, muss ich es machen. Receive only, gut. Dann hier zugebaut nochmal schnell. Dass eben das ME-System immer am Laufenden ist. Gut. Dann haben wir hier drin haben wir auch noch, gell? In unserer Maschine, da könnte ich eigentlich auch eine Tesseract reinsetzen. Tesseract. Man, es ist ja trotzdem nervig, weil es ja dann doch nichts funktioniert. Ich glaube, diese transdimensionalen Receiver, die werde ich alle zurückkraften. Weil es einfach scheiße ist. Es ist jetzt nicht so gesehen scheiße, aber es ist einfach blöd. Dass es nicht funktioniert. Das meinte ich damit. So, wie kommen wir da jetzt rein in die Welt? Da haben wir irgendwo den da. Weil für Backup hätten wir ja dann den da drin. Den Generator. Und dann produziert er natürlich nichts, weil uns andere Generator wieder produziert. Aber der hat jetzt auch den transdimensionalen Receiver, der ja keine Frequenz hat jetzt. Jetzt weiß ich nur nicht. Eigentlich könnten wir hier ein bisschen tricksen und könnten sagen, so, dann läuft er kurz an. Und stellen hier sowohl als auch hin. Hier zum Beispiel den und sagen wir Reaktor Send. Muss er kurz anspringen oder nein? Und vorne setzt man einen Tesseract hin, das heißt, er kann sich aussuchen. Inwiefern er unterstützen will. Er kann beide nehmen. Reaktor Output akzeptieren und dann Send Only, genau. Zum Beispiel jetzt unterstützt er. Entweder er unterstützt oder er macht. Nee, er fährt mit Volldampf. Da kann man natürlich mit dem Syngas nicht nach. Aber ich denke, okay, mit Häuper, Fanny. Steam und Carbon. 10 Millibucket verbraucht und mit 22 Millibucket. Der fährt aber auch mit Volldampf. Warum fährt er mit Doppel Volldampf? Kann man das nicht irgendwo regulieren? Ich möchte ja, dass der hier nur als Backup-Lösung läuft und nicht als vermutlich jetzt Volllösung. Wie könnte man das dann variieren? Output konfigurieren. Always on. Ja. Jetzt müssen wir natürlich. Okay, wir können als Backup-Lösung hier.
Er ist auch doof. Ja, mit den 49.000, das gefällt mir nicht. Und dann läuft dann alles über den. Aber nur solange er hier Syngas ist. Wenn kein Syngas mehr ist, ist vorbei. Und hier kann man halt nichts an Energieüberbrückung. Wenn ich jetzt hier mal auf Heiß setze, müsste er ausgehen, oder? Was, da läuft in den rein? Achso, nee, jetzt sieht er aus, eben. So, dann kann der hier nachproduzieren, okay. Dann lassen wir den mal. So, wir haben im Keller haben wir noch was. Da haben wir ja auch noch verschiedene Maschinen. Boah, dieser Blutdingsbum-Scheiße. Das ist sehr wackt. Mach gleich zwei Stück. Ich sag, wir müssen eh alles umrüsten, weil wir haben ja hier auch noch irgendwo eine Energieversorgung. Hier. Die wird ja logischerweise jetzt auch wieder aus sein. Genau. Ich tue mal Reserven hier von Reaktor, dass wir vorerst mal Energie haben. Und die kriegen ja dann auch Energie von drüben, natürlich. Okay, Endertanks sind beide leer, das heißt, beide Öl sowohl als auch Flüssigkeit, andere, müssen wir umsetzen. So. Das heißt. Blöd, blöd, blöd. Mann, ich habe das mit den transdimensionalen Receiver eigentlich cool gefunden. Das habe ich ja von Anfang an wollte ich die haben. Aber wenn sich die immer resetten, ist das scheiße. Man könnte halt fragen, ob der interne Buffer voll ist. Wenn der nicht voll ist, schalt auf Tesseract um. Das wäre noch eine Alternative. Aber dann schaltet er um und dann kriegen wir es gar nicht mit. Ist natürlich auch doof. So, der hier hat. Dann gucken wir mal. Das ist direkt. Zwei Stück, gut. Einmal und dann nochmal. Du weg. Das direkt hier hin. Akzeptieren. Aber wie gesagt, ist halt so. Was soll ich machen? Ich kann es ja nicht ändern. Gut, haben wir hier oben auch eine Energieversorgung? Nein, das läuft alles über unten oder nee, über Haus, glaube ich, läuft das, gell? Die Energie kommt von Haus. Im Botania müssten wir noch eine Energieversorgung haben, glaube ich, geleakt. Ja, die sind eh nochmal angeschlossen. Also Reaktor müsste ja jetzt. Haben wir ja soweit gemacht, glaube ich. Dass er hier sendet, oder? Reaktor send, genau. 56.000, da fahren wir wieder mit Volldampf. In 56, out, 56.000. Ah, okay. Der ist wieder angefahren. So, bei der Vorhaben ist klar. Meiner ist klar, Öl. Dann gehen wir mal die umsetzen. Ich hoffe, gehen wir mal erst RF-Toolraum. Gucken, ob unten alles grün ist oder gelb. Ob die Felden wohl geladen sind, passt. Gehen wir geleakt, setzen wir die Geleakt-Sache um. Na, wobei, die brauche ich gar nicht umsetzen. Die läuft doch noch. Oh, Problem war wahrscheinlich nur, dass der Chunk nicht geladen war. Dann wird es beim Öl dasselbe sein. Weil halt die Welt nicht geladen war, war der Chunk nicht geladen und dadurch hat er nichts kaputt. Okay, Öl schaut anders aus. Öl scheint die Pumpe ready zu sein. Zack. Da ist Skelett drin. Bist du da jetzt Skelett reingekommen? Zum Teufel ist nochmal. Hundert Millipacket. Hä?
Dann kann da zum Teufel bitte Kredit reinkommen. Oh, nervt nicht. Was zum Geier macht der Dank? Warum ist ein schwarzen Geli drin? 100 Millibucket immer. Dann gehen wir mal in den Keller, gucken wir uns dann mal die Sachlage an. Warum? Und der Geli? Also in der Ölgeli drin ist, das ergibt keinen Sinn. Die ist einer dann geliebt, das ist ja klar. Null. Meine Frage ist, wo kriegt der denn her? Von der Seite vielleicht? Mal den mal eins weiter wegbauen. Ender Dank hier drauf. Gut, jetzt müsste hier irgendwo Geli drin sein, oder? Nein. Okay. Ich muss das nicht verstehen. Gut, dann lassen wir das mal so. Ich würde sagen, das war's für die Folge, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.